Cheers, bitch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cock Destroyers von mir. Zerspielt. Ich sitze hier mal wieder mit meiner Queen of Life, Serge Darling. Das bin ich, eure Lieblingsschwester mit der breitesten Schulter der Welt, in der ihr euch heute ausheulen könnt. Ja, Magnus? Ja, ausheulen ist schon das richtige Stichwort, denn heute geht es mal wieder um, nicht mal wieder, aber es geht heute um einen Kummerkasten, mal ein etwas anderes Thema. Denn wir haben natürlich viele jüngere Zuschauer, die noch nicht mit beiden Beinen so gefestigt im Leben stehen wie wir. Und auch viele depressive Zuschauer haben wir. Also wirklich Fact. Ja, wegen unseren Videos hauptsächlich. Aber ich glaube auch, dass individuelle Menschen anfälliger sind für Depressionen. Hey, Wehrmascher hier, ne? Die könnte uns dazu so viel erzählen. Ja, eben, ich habe gesagt, die soll hier hinkommen mit dem Kummerkasten. Ja, die sollte im Hundepark, die Alte. Ihre eigenen Depressionen bekämpfen, ja, aber die anderen sind dir egal, ne? Ja, genau. Ja, wie immer. Mhm. Anyway, ich schätze mal, wir fangen einfach an mit euren zahlreichen Zuschauereinsendungen, die ihr geschickt habt. Da waren echt ein paar krasse Texte dabei. Ich habe ein bisschen geheult, als ich mir das erste Mal durchgelesen habe. Oh, du Maus. Fangen wir an mit der ersten Einreichung. Ich bin übrigens unfassbar scheiße im Vorlesen, müsst ihr wissen. Ich bin mit meinem Freund 3 Jahre zusammen und leider sehr eifersüchtig. Wir hatten Kontakt, als er mit seiner Ex noch Kontakt hatte und ich vergleiche mich immer mit ihr, was sie wohl hatte und so weiter. Er gafft sogar mittlerweile neben mir anderen Weibern auf den Arsch und ich weiß, dass ich echt eine schöne Figur habe, aber ich bekomme dadurch extrem Komplexe. Ich weiß auch, dass er mich liebt, aber seine Ausrede war nur, dass er nicht weiß, wie es ist. Ei. What? Ist vielleicht mal von Noah vorne wieder von los. Magst du das vorlesen? Ich bin voll schlecht darin, so sorry. Welches ist das? Achso. Nummer 2, also die zweite. Ich bin mit meinem Freund 3 Jahre zusammen und bin leider sehr eifersüchtig. Wir hatten Kontakt, als er mir mit seiner Ex noch Kontakt hatte und ich vergleiche mich immer mit ihr, was sie wohl hatte und so weiter. Er gafft sogar mittlerweile neben mir anderen Weibern auf den Arsch und ich weiß, dass ich echt eine schöne Figur habe, aber ich bekomme dadurch echt Komplexe. Ich weiß auch, dass er mich liebt, aber seine Ausrede war nur, dass ich nicht weiß, wie es ist, ein Junge zu sein, dass er da nichts für kann, wenn er andere Mädchen anstarrt. Und ich kann echt schlecht vertrauen, weil ich immer Angst habe, verletzt zu werden. Bei ihm vor der Beziehung 11 Monate hinterhergelaufen wegen seiner Ex. Und deswegen haben wir oft Streit. Liebe euch. Oh, wie cute. Wir lieben dich auch. Ja, wir lieben dich auch. Möchtest du darauf zuerst eingehen oder ich? Ja, also schwere Sache. Ich muss sagen, ich kann halt beide Seiten irgendwie verstehen. Das müsste man die beide auch ein bisschen besser kennen, um das jetzt wirklich beurteilen zu können. Und ich bin natürlich immer auf der Seite der Frauen bei sowas, weil Männer sind halt einfach grundlegend, gerade was sowas angeht, einfach ekelhaft und Schweine. Aber wie er halt auch schon sagt, ist es halt auch irgendwie leider so, dass du aufgrund von Testosteron so ein bisschen nicht anders kannst. Das ist halt also wirklich so. Das ist so krank, was Testosteron ist, wirklich wie so eine Droge, die dich komplett zum anderen Menschen macht. Und wenn das dann halt ausgelöst wird durch so Reize, wenn eine andere Frau oder was auch immer an dir vorbeiläuft, dann ist das echt schwer so zu umgehen. Aber dazu muss ich auch sagen, dass ich auch dem deswegen nicht vertrauen würde, weil, keine Ahnung, wenn der doch so richtig Fanat in mich wäre und so, dann stelle ich mir eigentlich vor, dass der halt eher mich die ganze Zeit anstarren will und vielleicht an mir meinetwegen rumfummelt und so, auch wenn ich das vielleicht in dem Moment gerade nicht will. Aber der soll ja schon hinter mir her sein. Und das ist halt eigentlich schade, wenn man dann so dabei ist und das mitkriegt, wie das nicht der Fall ist. Dafür aber auch noch bei anderen. Deswegen, ich könnte einen Tipp geben, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber so spontan. Ja, boah, keine Ahnung. Vielleicht würde ich den fragen, ob ich irgendwas anders machen kann. Oder ich würde mir nochmal voll Mühe geben und mich richtig aufbitchen, wenn ich mit dem unterwegs bin. Aber das ist ja auch nicht die Lösung, dass du dann da die Arbeit machen musst. So. True. Drauf ansprechen würde ich sagen, so, dass du das ein bisschen scheiße findest und er vielleicht da mal ein bisschen drauf Acht geben kann. So. Also er wird es wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen abstellen können. Genau. Aber wenn du merkst, da gibt es dann eine Verbesserung, wenn du mal mit ihm drüber gesprochen hast, dann kannst du es dir weitergeben und sonst, ja. Ja, aber andererseits finde ich, weiß ich auch nicht, ob der richtige Weg ist, das so zu unterdrücken, wenn er das ja halt
machen will, warum auch immer. Naja, er muss sich, ich finde, er muss sich dann halt entscheiden, so du oder die Bitches-Szene auf dem Arsch. Entweder das oder ich finde halt, man sollte von dem verlangen, dass er dann zumindest ehrlich ist, wenn das jetzt einem schon öfters vorkommt, dass er dann wirklich auch, bevor er irgendwie heimlich fremd geht oder so, soll er irgendwie sagen, wenn er irgendwie was anderes, Abwechslung braucht oder so. Oder wie auch immer, oder wenn er einfach andere gerade geiler findet, aus welchen Gründen auch immer, das kann ja sein, will ich jetzt nicht so sagen, vielleicht ist es wirklich auch nur schauen, so jetzt sei auch nicht zu sauer auf den Freund, aber ich finde, man sollte bei sowas immer ehrlich sein und wenn er das dann sagen würde, was Sache ist und warum das so ist, dann kann man daraufhin halt immer noch gucken, okay, wie komme ich damit klar und was kann man für eine Lösung finden. Das hört sich jetzt voll lächerlich an und ist auch erstmal voll die Überwindung, aber letztendlich ist das das Einzigste, wie man an eine Antwort kommt. Ansonsten wirst du die ganze Zeit diese Unsicherheiten mit dir rumtragen. Und ich persönlich denke mir dann auch immer, ich könnte dann auch gar nicht mich auf diese Person mehr so einlassen. Wenn ich die ganze Zeit so ein Misstrauen im Hinterkopf hätte, könnte ich auch gar nicht so entspannen, zum Beispiel, wenn ich mit der Person schlafe oder so. Gerade mit meinem Freund. So, weil, ja, I don't know. Ja, schwere Sache. Also das wäre jetzt so spontan, was ich machen würde. Du? Ich stimme dir voll und ganz zu. Hast du eigentlich gut erklärt. Halt drauf ansprechen und gucken, wie sich die Sache entwickelt. Aber wenn er dann auch nicht einsieht, dass sich da vielleicht was ändern sollte, oder er halt gar nicht drauf eingeht, so dann dir doch mal einen Gedanken machen, ob er der Richtige für dich ist. Ja, weil Männer sind wirklich Testosteron so außer Kontrolle. Ja, es tut uns leid, wir können dafür auch nichts, aber es ist wirklich so. Ich bin mir wirklich sicher, dass, also sagen wir mal, jeder, also ich bin mir sicher, dass mindestens jeder zweite Mann auf jeden Fall fremd geht und so. Aber einfach nur nicht, weil ich dem das vorwerfen will als böse Tat, sondern einfach, weil Testosteron crazy Dinge mit dir macht. Wir sind triebgesteuert, kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich so. Ja, das ist wirklich gestört einfach. Die machen so crazy Sachen mit einem. Ja, das aber man sollte aufgrund dessen dann auch nicht alles durchgehen lassen. Ja, das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, jedermann kennt. So, wenn du horny bist, so hast du ein komplett anderes eine komplett andere Wahrnehmung, als wenn du dann fertig bist, sagen wir mit Feppen oder GV oder so. Danach, ab diesem Moment hast du keinen Bock mehr auf Menschen. Das ist voll krank. So normal, davor würdest du alles nehmen, was dir vor die Flinte gerannt kommt. Ja, auch gar nichts mehr heiß oder so, nix. Ja, und danach bist du echt so tot. Das ist voll heftig. Also wirklich, ich glaube, das können Frauen auch gar nicht nachvollziehen. Aber da können die auch froh drum sein, ganz ehrlich. Vielleicht ist das bei denen ja auch so, wenn die dann wirklich mal einen Orgasmus hatten. Aber das ist ja nicht so oft der Fall. Wie ist das? Schreibt mal in die Kommentare. Wie ist das nach einem weiblichen Orgasmus? Seid ihr dann auch so, okay, jetzt ist erstmal Schluss? Oder wollt ihr dann mehr? Wollt ihr dann direkt noch mehr? Ja, das habe ich nämlich auch mal gehört. Echt? Aber ich glaube, das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich, kann ich mir vorstellen. Also ich hab ja auch Freundinnen, die einen sind mega scharf auf Sex und wollen die ganze Zeit welchen haben und die anderen so, die wollen seit Jahren nicht angefasst werden. Also es ist, glaube ich, auch wirklich fallabhängig. Ja, echt so. Es gibt Girls, ja okay, es gibt Menschen einfach, die, ja, nee. Start-Sexism. Ich würde sagen, gut beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist ein kürzerer Text, den kann ich wieder vorlesen. Ups. Los geht's. Ich traue mich nicht, meinen Eltern zu sagen, dass ich lesbisch bin und eine Freundin habe, weil meine Eltern streng katholisch sind. Meiner Freundin passt das aber gar nicht und sie zwingt mich, es ihnen zu sagen. Ansonsten macht sie mit mir Schluss. Aber ich liebe sie so sehr und ich weiß nicht, was ich tun soll. Harter Tobak. Also erstens würde ich sagen, auf jeden Fall scheiße von deiner Freundin, dass sie sich dazu zwingen will, wenn du so tatsächlich gute Gründe hast dafür, das denen nicht zu sagen. Also das ist schon mal scheiße von deiner Freundin. Kannst du der von mir sagen? Ja, sehe ich aber auch so. Also dazu erstmal finde ich auch voll kacke von der Freundin. Also was soll das denn? Ja, also ich kann schon nachvollziehen, dass sie will, dass du dich outest, aber du hast einen guten Grund, es nicht zu tun. Ja, aktuell. Und die hat dir halt nichts zu tun, sonst mache ich Schluss. Dann soll die halt Schluss machen. Also wenn das schon Grund genug ist, es geht ja um dich, nicht um die Eltern. So, stell dir mal vor, wenn die das jetzt schon macht, wer was die das noch alles machen würde. Also würde ich die halt mit konfrontieren, dass du es nicht okay findest und dass, wenn die das wirklich denkt, dann soll die halt Schluss machen. Also, Bitch, der liegt ja sonst. Also, wenn die deswegen Schluss macht, dann liegt der ja gar nichts an dir. Ja, das ist wirklich verwerflich. So, und der könnte ja auch einfach mehr Einsicht zeigen. Und bezüglich deinen Eltern, ja, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber vertrau mir, sobald du ausgezogen bist, wirst du auf diesen Abschnitt in deinem Leben zurückblicken und drüber lachen können wahrscheinlich oder zumindest froh sein, dass du es rausgeschafft hast. So halt durch, Schwester, du schaffst das, wir haben es alle geschafft. Uns durch beschissene Lebensabstände zu quälen und auch wenn es dir momentan so vorkommt, als gäbe es keinen Ausweg, es gibt einen. Und du wirst es dahin schaffen auf jeden Fall. War das jetzt schon zu dem Outing? Ja, genau. Ah ja, ja, ich finde, du solltest dich einfach nicht outen, weil wenn die katholisch sind, dann kannst du ja schon denken, wie das wahrscheinlich ausgeht. Wird wahrscheinlich nur unnötige Scheiße. Und ansonsten, du erzählst deinen
Eltern dir wahrscheinlich auch nicht, wenn du gerade masturbiert hast oder dir die Muschi rasiert oder so. Na, da kennst du mich aber schlecht. Ja, aber die mit ihren katholischen Eltern dann wahrscheinlich nicht. Also warum? Du hast ja deiner Mutter auch gesagt, dass du schwul bist. Einfach locker easy, oder? Über WhatsApp. Ja, genau. Aber ja. Und warum solltest du das denn machen? Also es geht ja wirklich nur dich was an und deine Eltern sind eh nicht dabei, wenn du im Bett bist oder so, denke ich. Und ja, nee, finde ich, solltest du nicht machen. Ich finde, du solltest es einfach wie eine Tatsache behandeln. Als wenn du jetzt, stell dir einfach vor, du wärst heterosexuell. Dann würdest du das ja auch nicht deinen Eltern sagen, so als müsstest du. Und mit dir ist alles okay, ist nichts falsch, es ist richtig normal, also wirklich. Und deswegen musst du auch nicht so tun, als müsstest du jetzt was beichten, weil das ist nicht der Fall. Wenn die das interessiert, können die ja fragen, to be honest. Ja, das stimmt auch. Du musst es denen, also solange sie auch keinen Schimmer davon haben, so müssen sie es ja auch einfach nicht wissen. Genau, und selbst ja und selbst dann, also das geht dir einfach nichts an, finde ich. Selbst wenn die es ahnen würden, es liegt immer noch an dir, ob du das jemandem erzählen möchtest oder nicht, weil... dass du lesbisch bist, das wird deine Eltern in keinster Weise irgendwie beeinflussen, auch wenn die sich das vielleicht dann einbilden. Und was wollte ich noch sagen? Ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja. Auf jeden Fall, schreib dann, wie es lief, wie es war. In die Kommentare mit deinem Profil. Ja, to be honest, ich würde einfach das aushalten noch und irgendwann ziehst du ja eh aus. Bis dahin hast du halt heimlich. Und such dir Bezugspersonen auf jeden Fall, andere Bezugspersonen, mit denen du da offen drüber reden kannst. Und wenn es nur Leute aus dem Internet sind, ja. Irgendwer, mit dem du da offen drüber sprechen kannst, mit dem du auch offen drüber sprechen willst. Am besten übers Internet, to be honest, und? Weil die sind schön fremd und so, die haben keinen Einfluss auf dein Leben. Fang ja. mit Leuten aus dem Internet einfach an. Genau, und dann tast dich langsam an dein Umfeld ran und Leuten, denen du, also du hast wahrscheinlich schon Bezugspersonen, denen du alles anvertraust, so halt dich an die. Das ist der beste Tipp, glaube ich, da. Ja, bleib bei denen. Es gibt auch viele Toxic-Leute, so gerade wenn man in so einem katholischen Dorfumfeld eventuell ist, dann würde ich mich auch nicht jedem anvertrauen, nur weil es deine Freunde sind. Die warten auch auf Tee in so Dörfern, wo es langweilig ist. True. Und selbst deine besten Freunde, wenn du denen den Tee gibst, die werden es weitererzählen. Das ist einfach so. Ja, da hat man halt nichts anderes zu tun, deswegen. Am besten übers Internet einfach dir eine Bezugsperson suchen, mit der du darüber reden kannst. Da gibt's Foren, es gibt Webseiten und so. Keine Ahnung, was gibt's noch? Also da Google einfach und denk dran, danach den Browserverlauf zu löschen oder benutze Inkognito-Modus. True. Und ja. Ja, das war eigentlich alles gesagt. Ja. Ja, wir wünschen dir viel Glück auf deinem weiteren Weg und wir kommen jetzt zum nächsten Einwurf. Yo. Also mein Freund muss in eine Entzugsklinik und da ist jetzt schon seit einem halben Jahr. Hä? Lies du vor, Alter. Ich komme mit diesem Satzbau nicht klar, ne? Den manche Leute da haben. No front. Also mein Freund muss in eine Entzugsklinik und ist da jetzt schon seit einem halben Jahr und ich muss noch 4 Monate dort sein. Ach nee, er muss noch 4 Monate dort sein. Naja, wie soll ich sagen? Ich warte auf jeden Fall, denn ich liebe ihn über alles, aber wegen dem scheiß Corona darf ich ihn nicht einmal mehr besuchen. Davor durfte man das und das jetzt seit 6 Wochen. Ich vermisse ihn unglaublich. Abbrechen kann er nicht, weil er sonst leider für 2 Jahre ins Gefängnis muss. Ja, Bitch, also ich finde, das ist jetzt eigentlich mega einfache Sache. Wenn du ihn liebst und weiter in deinem Leben haben möchtest, dann wartest du, weil so, ich glaube... Sergio kennt das ja mit seinen Knastboys. Ja, oh mein Gott. Ja, sorry, hab ich da einen Finger in die Wunde gelegt? I'm sorry. Ja, keine Absicht. Nicht Finger in die Wunde gelegt, aber vielleicht nochmal so einen kleinen... einmal kurz reingepiekst, weil ich es fast vergessen hätte. Ja, nee, nicht Wunde, aber eine Sache, über die ich nicht mehr nachdenken wollte. Wer weiß, ja, wo er ist. Ja, und wenn du ihn liebst, dann wartest du, weil du hast ja schon gesagt, es gibt einfach keine andere Lösung, du kannst ihn nicht besuchen, er kann da momentan nicht raus. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mehr länger warten kannst und diese Person dir eventuell auch nichts mehr gibt und du diese Person nicht mehr liebst, keine Gefühle mehr für die hast, nicht mehr weiter dein Leben mit der verbringen möchtest, dann sei ehrlich und mach Schluss. Und das, ja, das ist es. Also was soll man da anderes sagen? Ja. Musst du halt wissen, also musst du auf dein Herz hören. Oh mein Gott, neuer Song. Ja, und... Dein erster Rap-Track. True. Ja, nee. Ja, abgeschlossene Sache, da braucht man gar nicht mehr, oder? Was willst du sagen? Ja, nee, du hast eigentlich alles gesagt. Das ist auch eine Situation, die hatte ich in meinem Leben noch nicht. Die hatte keiner meiner Freunde, außer du. Ja, aber bei mir war es auch viel trashiger. Da waren es halt so Asylanten im Knast und so. Ey, hast du darüber eigentlich mal ein YouTube-Video gemacht? Nee, aber ganz viele Stories damals. Ja, die musst du noch mal raussuchen und so als ein YouTube-Video hochladen, zusammengeschnitten. Ja, true. Da bin ich sogar mal jemandem gefolgt. Wie gefolgt? Ich habe den vermisst und gesucht und dann bin ich da hingefahren, wo der immer Drogen verkauft und habe da gewartet, bis er kommt.
Und habe sogar die Leute gefragt, ob mit einem Bild, ob die den kennen, die anderen Drogendealer. Oh mein Gott, wie süß. Ja, das war echt voll süß. Ja, der war auch echt, ja, wäre schön gewesen. Aber wer weiß, wo er jetzt ist. Der wollte mal nach Kanada reisen. Für immer. Wir, to be honest. Ja, wir kommen nach. Ich würde sagen, ich würde mir gerne ein kleines Aufnahmepäuschen gönnen. Tatsächlich, weil ich mir eine Zigarette drehen will und das würde jetzt den Flow stören. Vielleicht mal 5 Minuten. Wir wollen auch mal, vielleicht auch nochmal über die Footage gucken, ob alles gut funktioniert. Soll ich Pause machen oder? Ja, also ich würde sagen, wir hören kurz auf zu filmen. Biggie. So, willkommen zurück, da sind wir wieder. Ich habe jetzt eine geraucht, hört ihr vielleicht an meiner Stimme. Und es geht direkt weiter im Text mit der nächsten Frage. Diesmal trage ich vor, ich habe sie mir gerade schon mal durchgelesen, ja, damit ich es nicht so verkacke. Ja. Wie kann ich jemanden, der nicht weiß, ob er eine Beziehung möchte oder lieber allein bleiben will, davon überzeugen, eine Beziehung mit mir zu führen? Ich liebe diesen Jungen und er hat mich auch verdammt gern, aber er weiß nicht, was er will. Und es tut ihm auch leid wahrscheinlich, wie ich leide, aber er kann momentan keine Entscheidung treffen. Was kann ich tun, dass er eine Beziehung möchte? Ich glaube, du kannst nicht wirklich was tun, außer, also, ich glaube, so Leute, die müssen halt wirklich erstmal checken, also müssen erstmal an diesen Punkt kommen, wie normal und boring auch Sex sein kann eigentlich. So, also ich glaube, da musste ich halt echt anscheinend erstmal ausleben, um zu checken, dass es im Leben wirklich wertvoller ist, eine Person zu haben, mit der man sich wohlfühlt und mit der man vorstellen könnte, sein Leben zu verbringen, als einfach nur zu vögeln. So, und voll viele Menschen, also man kennt das ja auch von sich selbst, also bei mir war es früher auch zumindest so, sehen das halt noch nicht so, weil man sich halt voll jung ist und voll man will sich ausleben, voll viel erleben möchte, ja. Genau, und halt und auch noch gar nicht, man fühlt sich halt auch so begehrenswert, dass man jederzeit einen Partner haben könnte irgendwie. Also ein Sexualpartner. Ja, oder auch, dass man eine Beziehung nicht nötig hat, weil man das eh noch irgendwann haben kann. Ich glaube, so denken auch viele. Und ich glaube, Männer denken halt ihr ganzes Leben lang so, ehrlich gesagt. Bis die dann mal in den Spiegel schauen und ihren Bierbauch sehen und ihre Glatze. Hey. Und ja, an diesem Punkt muss man erstmal kommen. Und manche landen da halt leider nie, werden dann so Fuckboys. Und ja, an sich könntest du halt ihm zeigen, wie es ohne dich ist. Weil ich glaube, wie du vielleicht darauf hinarbeiten könntest, ist halt zu gucken, ob er dich denn vermissen würde. Also wenn er dich jetzt nicht so konstant hat, ob er denn anfängt nachzufragen oder ob er sich um dich kümmert und so. Also nicht kümmert, sondern an dich denkt. So, also ja, ich denke, das ist der einzige Weg, der da überhaupt workt, weil alles andere, was du machst, kommt einfach nur aufdringlich und wird das dann wahrscheinlich eher noch verschlimmern, dass er dann an anderen mehr interessiert ist als an dir. Ja. Kannst du nichts machen. Also du kannst halt leider in deinem Leben nicht alle Leute so beeinflussen nach deinen Vorstellungen und musst die einfach erstmal ihre Erfahrung machen lassen. Damit sie auf dich zurückkommen oder halt dich selbst von dem versuchen zu lösen, damit du deine Zeit nicht verschwendest. Weil an sich ist es halt auch schade, dass du jetzt so auf den wartest. Ja, auf jeden Fall. Also so, du solltest auf nichts warten, wo es sich nicht lohnt. Also der kann ja so oder so wiederkommen, ob du jetzt dein Leben da so alleine in der Ecke verbringst oder nicht. Also ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich schätze mal, du bist auch noch relativ jung und die Sache ist die, es gibt wahrscheinlich auch nicht nur einen Traumprinzen für dich so und ich kann nachvollziehen, dass du so unbedingt den haben willst und den für dich möchtest, aber je nachdem, wie alt ihr seid und so, kann ich dann natürlich auch voll nachvollziehen, wenn der sagt, nee, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung und was Festes, so, ich will mich noch ausprobieren und so, weil ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, eine Beziehung kann... Ich habe einen Typen hinter dir, ja. True. So, lass die mal nach einer Nummer fragen. Der hat mich rübergeschmissen schon. Geairdropped. Ja, in seinem Köftespieß hat er so rüber, so, zack. Spieß nicht auf, Daddy. Ja, nee, und ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass eine Beziehung A, scheiße viel Arbeit ist, denn ich hatte schon mal eine sehr lange, und B, kann diese Beziehung einen tatsächlich auch daran hindern, sich so frei auszuprobieren und auszuleben, wie man das vielleicht, vor allem, wenn man jung ist, möchte. Und muss ich dir leider auch sagen, so, wenn der das auch noch möchte und noch nicht bereit ist für eine Beziehung, dann kannst du da eigentlich auch nicht viel dran ändern. Ja, das Ding ist halt auch, wenn er eine Beziehung mit dir wollte, dann hätte er jetzt eine mit dir. Also ja. Guck mal, er kann dich ja gar nicht so krass lieben wie du ihn, weil sonst wärt ihr jetzt zusammen, also es ist voll scheiße jetzt so zu sagen, aber ist halt ein Fact, der vielleicht mal ausgesprochen werden muss. Ja. Also sorry, aber er ist anscheinend nicht so interessiert an dir, wie du das dir wünschst. Ja, aber es gibt viele Frauen, die Fische im Teich haben, also
eben. Aber du kannst ihn. Du wirst einen anderen finden. Was halt wichtig ist, versuch ihn nicht irgendwie von dir zu überzeugen. Also, nee, das geht alles nach hinten los. Das Einzige, was du halt wirklich machen könntest, ist ihn dich vermissen lassen. Ja. Damit er halt weiß, was ihm fehlt. Ja, das ist das Einzige, was du probieren könntest, aber sonst. Genau. Alles andere ist hoffnungslos und führt nur zum Gegenteil. Ja, ich hatte auch schon mal einen Crush irgendwie ein Jahr lang auf einen Typen. Shoutout an Simon, mit dem bin ich mittlerweile befreundet. Auf den hattest du einen Crush? Ja. Das ging ungefähr ein Jahr und da konnte ich aber auch nichts dran ändern. Also wir sind dann auch in der Kiste gelandet und so, dies, das. War Bombe. Und was hat es dir gebracht im Endeffekt? In dem. Corona. Ich bin Patient Null. Nee, aber ja, das hat auch, also auf romantischen Wege zu nichts geführt. Also bei dem hatte ich halt das Glück, dass daraus jetzt eine Freundschaft entstanden ist, aber das ist auch nicht bei allen so. Das war halt ein mega der Zufall, kann man so sagen, vielleicht. Dass das dann trotzdem irgendwie so funktioniert hat und ich bin mittlerweile auch vollkommen über den hinweg. Aber wenn du nicht schaffst, über ihn hinwegzukommen, wenn du weiter Kontakt mit ihm hast, dann würde ich dir sogar sagen, meide den Kontakt mit ihm. So, wenn er dich vermisst, kommt er auf dich zurück und wenn nicht, dann soll es halt nicht sein. So. Ja, ich habe auch meinem Ex-Freund habe ich so lange hinterhergeheult und das war auch das erste Mal, dass ich so Gefühle für jemanden hatte. Und das ist wirklich jetzt also so zurückblickend die größte Zeitverschwendung in meinem Leben gewesen. True. Aber ich konnte halt auch nichts dagegen machen, einfach. Ja. Das ist voll krank. Ja. So lange. Ja, also wir können vollkommen nachvollziehen, dass du dir das so sehr wünschst und auch das Gefühl hast, nichts gegen deine Gefühle unternehmen zu können, aber du kannst es, auch wenn es scheiße klingt, aber Distanzierung ist eigentlich der beste Weg dafür, ja. Ich hoffe, wir konnten dir helfen. Nächste Frage. Ich glaube, die Person hat uns verarscht, aber falls nicht, wäre es mir doch wichtig, die Frage trotzdem ranzunehmen. Meine Mutter ist auf Heroin und ich muss mir das jeden Tag mit ansehen. Wie würdet ihr mit der Situation umgehen? Wenn die Behörden was rausbekommen, muss ich ins Heim. Boah, das ist eine schwere Frage. Ja, das ist echt heftig. Also, meine Mutter säuft nur viel, die nimmt kein Heroin, Gott sei Dank. Das ist echt schwer einzuschätzen. Da müsste man das echt erst voll mal gesehen haben, eine Woche oder miterlebt haben oder so. Aber an sich, ja, ich glaube, bei Heroin, das ist so schwer. Ich würde jetzt normalerweise sagen, es bringt nur was, wenn du deiner Mutter das äußerst und ehrlich auch bist. Ja, aber Heroin ist so Next Level Sucht einfach. Das kannst du gar, also das können wir, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, irgendwie sowas in unserem Umfeld zu haben. Ich gucke mir hier mal diesen YouTube-Kanal an, Straßenleben, und da sind der tut immer so Obdachlose interviewen und die sind ja auch alle irgendwie heroinabhängig. Und ja, also ich glaube, bei Heroin ist es wirklich so, dass dir das wichtiger ist, einfach weil du nicht anders kannst als deine eigenen Kinder, als deine Familie, als alles, was du hast. Ja, also sonst würden die Leute ja nicht alle so enden. Und deswegen, keine Ahnung, ich glaube, du kannst deiner Mutter echt nur helfen, indem du irgendwie die Behörden vielleicht darauf aufmerksam machst. Ja, oder? Also ich würde da in dem Fall tatsächlich auch wirklich sagen, Heim ist eine bessere Option als irgendwie. Genau. Weil sonst, wenn sie keine Konsequenzen, also wirkliche Konsequenzen daraus spürt, so, dann wird sie es wahrscheinlich nie schaffen, darüber hinwegzukommen. Ja, genau. Also du musst sie nur weiter in die Scheiße reiten, glaube ich, wenn du nichts machst. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass deine Mutter dich sehr liebt. Und wenn sie dann merkt, ey, ich habe durch den Scheiß mein Kind verloren, das ist wirklich sowas, was, glaube ich, eine Mutter echt hart trifft. Und vielleicht könnte das ja, sie wirklich Ja, aber ich glaube, Heroin ist jetzt das, ey. Ja, und ich meine, Heim ist zwar nicht so geil, aber es ist, glaube ich, immer noch besser, als irgendwie in so einem Hero-Haushalt aufzuwachsen. Genau, indem du weiter so tust, als wäre alles okay, tust du dir das ja auch signalisieren und dann ändert dir ja nichts. Ja, auf jeden Fall. Also entweder kannst du dir vielleicht irgendwie erstmal signalisieren, dass du da halt ein Problem mit hast und kannst gucken, ob die schon irgendwie drauf reagiert oder whatever. Aber so an sich, glaube ich, dass die einzige Lösung wäre, auch da Distanz von zu nehmen. Ja. Hier laufen echt süße Typen die ganze Zeit rum hinter dir. Ist echt ja, wir gehen nachher auf jeden Fall nochmal in die Cruising Area. Aber alle hier ein bisschen warm angezogen, so sind jetzt bestimmt ein bisschen schwitzig. Nicht bereit für einen. Ja, können wir doch ablecken. Kleinen Blowy. Denn auch Beschneidung schützt nicht vor Speichel. Ich gebe euch auf jeden Fall nochmal ein Update, wie viele Typen wir heute Abend geklärt haben. That dick is not gonna taste good. It's tasting sweaty. Salzig. Ja, guck mal, die alle so Jogginganzug, so eine. Naja, worum ging es jetzt weiter, um diese Heroinsucht? Ja. Ja, ich glaube, das ist der einzige Weg. Also du kannst versuchen, der Signale zu senden und gucken, ob die was ändert. Ansonsten würdest du dir wahrscheinlich nur einen Gefallen tun, das so früh wie möglich anzugehen, was sie halt so oder so bevorstehen wird. Und zwar ein Entzug, am besten mit professioneller Begleitung irgendwie. Ich weiß nicht, wie es gerade mit Corona ist. Absolut, mit professioneller Begleitung, sonst schaffst du es alleine nicht. Ja, du tust dir und der damit keinen Gefallen. Also ich wüsste echt nicht, also das ist ja echt so eine Hardcore-Sucht scheinbar. Und dafür gibt es ja diese Behörden auch, so für so eine Fälle. So, das ist echt
nichts, womit du leben musst und solltest. Genau, und du tust ja dir selbst auch keinen Gefallen damit. Das ist auch, wenn du es vielleicht gar nicht so wahrnimmst, das ist alles gerade, das prägt dich alles und ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll für dein Leben später. Mhm. Absolut, also und auf jeden Fall, wahrscheinlich gehst du ja auch noch zur Schule und so, da mit deinen Lehrern darüber sprechen und so. Deine Lehrer rufen dann nicht sofort die Cops und schicken die zu deiner Mom vorbei, genau, dass die weggeknastet wird oder so. So, also du sollst deine Mutter nicht verlassen, aber also du kannst ja immer noch dann für sie da sein, aber dass ihr gerade dann da alleine seid, das ist anscheinend nicht der richtige Ort. Ja, das ist auf jeden Fall toxic as fuck. Yes, bitch. Ach, wir lieben Berlin. Endlich wieder Assi-Rap über Bluetooth-Lautsprecher. True. Schade, dass man die nicht sieht. Man ist eigentlich nur so ein ganz bisschen weiter nach links. Nichts gucken. Ah, doch, man sieht die. Aber nicht, dass die auch sehen, wie ich die filme. nehmen wir noch auf? Ja, wir nehmen noch auf. Gut. Wir hoffen, wir konnten dir helfen. Auf jeden Fall, sprich mit Institutionen darüber. Es gibt auch so Nummer gegen Kummer und so, da kannst du dir auch anrufen, musst du mal googeln. Dann nach diesem Podcast. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, also ich würde mir da echt Hilfe suchen, weil also jemanden, der das vielleicht schon mal durchgemacht hat, irgendeine Anlaufstelle oder so, wie du vielleicht auch erstmal nachfragen kannst, die Situation erklären, da bist du alleine auf jeden Fall extrem überfordert. Ja, auf jeden Fall. Also nicht alleine da durchgehen, such dir professionelle Hilfe, da gibt's mehr als genug Einrichtungen. Google danach und dann den Browserverlauf löschen. Immer den Browserverlauf löschen. Ja, ich stelle mir auch irgendwie so was vor, wo du vielleicht erstmal hingehen kannst, in die Situation erklären und nicht halt direkt handeln, sondern dass sie dir vielleicht ein bisschen beistehen, wie du an die Sache rangehst, weil ich glaube, da braucht man echt Erfahrung für. Ja, auf jeden Fall. Such nach so Sorgentelefonnummern, auf jeden Fall. True. Meine Mutter ist heroinabhängig, einfach googeln, da kommt bestimmt was. Ja, auf jeden Fall. Leute, das Internet ist die Lösung, ich sage euch. Ja, wir hoffen, wir konnten dir beistehen. Du schaffst das dadurch. Und falls du uns verarscht hast, fick dich. What doesn't kill you makes you stronger. I got the eye of the tiger. Anyway, kommen wir zur nächsten Frage. Ich war mal in einer Freundesgruppe, die sehr toxisch war und musste mich dann von denen verabschieden. Ich weiß, dass es das Beste für mich ist, aber manchmal denke ich trotzdem noch an die schönen Zeiten mit denen, obwohl es mir jetzt viel besser geht und ich bessere Freunde gefunden habe. Ich fühle mich irgendwie schuldig und kacke, dass ich immer noch an denen denke. Oder an sie. Ist ja eine Gruppe von Freunden. Ja, du scheinst alles richtig gemacht zu haben. Ja. Das gehört dazu, dass du die vermisst und darüber wirst du hinwegkommen. So, ich habe meine Ex-Freund auch so locker eine Woche vermisst. Ja, hat die geschrieben, wie lange die jetzt schon an die denken muss? Nee, ne? Nee. Ja, nee, finde ich auch, dass du alles richtig gemacht hast. Egal, ob sie jetzt Freunde sind oder was anderes. Toxischer Einfluss aus deinem Leben. Zerknüllen, weg. True. Was? Musst du dich absolut nicht schlecht fühlen. Nee, weil bei manchen Leuten ist auch dasselbe Prinzip wie eben dieses Thema. Die müssen erstmal checken, dass sie was falsch gemacht haben und das geht erst, wenn sie realisieren, was sie dadurch verloren haben. Ja. Weil wenn du dann weiter versuchst, dann sehen das so viele Personen, gerade diese Toxischen, nicht ein. Und ich will auch immer, weil diese toxischen Menschen, bei denen dreht sich auch um alles nur um sich und die sind auch gar nicht bereit dazu, um auf dich einzugehen und was zu ändern, auch wenn sie das vielleicht vorgeben. Aber so oft macht es einfach keinen Sinn und dann ersetze ich die, ganz klar. Also ich denke mir so, es gibt so viele tolle Menschen auf dieser Welt. Warum soll ich mich denn, wenn ich es schon so oft versucht habe und denen so oft gesagt habe, dass ich das nicht cool finde, denen weiter eine Chance geben? Einfach weg. Die können ja ankommen und sich bei dir entschuldigen und sagen, wir ändern's. Und dann kannst du ja immer noch sagen, okay, oder drüber nachdenken. Aber ich finde, du brauchst ja kein schlechtes Gewissen haben. Hast du alles richtig gemacht? Bei sowas immer egoistisch. Du hast ja selbst auch gesagt, dir geht's besser dadurch. So, du machst alles richtig, genau, offensichtlich. Und Menschen können so ein schlechter Einfluss in deinem Leben sein, dass du dich einfach komplett unwohl fühlst. Von denen solltest du dich einfach trennen. So, selbst wenn du dann alleine bist, dann ist es eben so, dann machst du dich hübsch und tust mal richtig um dich kümmern, Masken tragen, deinen ganzen Body waxen, Haare pflegen, Nasenhaare raus, Nägel lackieren und dann bist du wieder Level 100 und dann kannst du dir immer noch neue Leute suchen und selbst wenn nicht, dann wirst du trotzdem bewundert. Hat er oder sie ja scheinbar schon, auch offensichtlich. Also, also alles richtig gemacht. Es ist normal, dass du sie vermisst und die Zeiten vermisst, aber du musst dir auch denken, die Zeiten sind auch vorbei. Genau, du musst halt denken, wie es jetzt wäre, nicht wie es war. Ja, genau. Und das ist eigentlich ein sehr guter Satz. Denk dran, wie es jetzt wäre und nicht wie es damals war. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Viel Glück dir weiterhin. Kam ja auch von mir, der Satz. die nächste Frage ist ein bisschen länger, deswegen darf Sergio die vortragen. Oh, welche? Ganz oben. Du kannst auch die Displayhelligkeit ein bisschen höher drehen, wenn du magst. Nee, oben rechts. Oh. Technical difficulties. So.
Ich, weiblich 18, hatte ein beschissenes erstes Mal vor circa 2,5 Jahren. Der Typ meinte zwar, dass ich nichts muss, was ich nicht will, aber hat mich dennoch dazu gedrängt. Als mir nach einer gewissen Zeit klar geworden ist, wie sehr mich das geschadet hat, fing die Zeit an, in der ich keine Lust und Erregung beim Sex empfinden konnte. Weder oral noch sonst irgendwas. Nicht mal Sexspielzeuge helfen. Ich bin seit über einem Jahr mit meinem Freund zusammen und nach den ganzen lustlosen Monaten entsteht natürlich Frust. Die Beziehung ist zwar safe und leider nicht darunter, weil mein... die Beziehung leidet zwar safe nicht darunter, weil mein Freund mich versteht, aber mich nervt es, dass ich keine Lust auf Sex habe. Ich möchte mit ihm intim sein und spüre gern seine Nähe, aber meine Vagina hat nichts davon. Im Gegenteil, wenn ich an Sex oder orale Befriedigung denke, gibt mein Körper mir ein abweisendes Gefühl im Sinne von, du hast eh nichts davon, also warum ein Bedürfnis danach verspüren? Habt ihr Tipps, wie ich mir die Lust wieder schmackhaft machen kann, beziehungsweise ich und mein Freund, neue Methoden? Andere Orte und Stellungen haben übrigens auch nicht geholfen. PS, ich feier euch. Macht weiter euer Ding. Lin eingeschlossen, Zwinker. Liebe Grüße. Oh, danke schön. Ja, voll cute. Das mit dem kein Bock auf Sex, kann ich voll nachvollziehen, weil... Dann hau du raus. Kommst du gleich zum Reden. Ja, nee, ich wollte sagen, schwere Frage, deswegen bin ich froh, dass du direkt schon was hast. Das mit dem kein Bock auf Sex kann ich voll nachvollziehen, weil ich habe, also bei mir ist das immer phasenweise, manchmal bin ich der triebgesteuerteste Mensch, den du je getroffen hast und manchmal habe ich aber auch Monate gar keinen Bock von irgendeinem Typen angefasst zu werden, aber ich bin halt Single, deswegen bei mir ist das voll okay, ich mache da, ist halt mein eigenes Ding. Aber ich habe auch eine Freundin tatsächlich, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber die kennt das von sich selbst auch, dass sie jahrelang wirklich absolut keinen Bock auf Sex hatte, da auch gar keinen Spaß dran hatte, wenn sie welchen hatte. Und was ihr halt geholfen hat, war ein Typ, der sie mal richtig buttert. Tatsächlich, kann man so sagen. Auch wenn das nach einem sehr sexistischen Statement klingt, aber es war tatsächlich so, dass einer sie dann mal richtig geflankt hat und dann hatte die auf einmal da doch wieder Spaß dran. Also würde ich euch vielleicht empfehlen, neue Sachen auszuprobieren oder so. Oder vielleicht ist es auch was Hormonelles, vielleicht nimmst du die Pille. Ja. Oder so, vielleicht kann es daran damit zusammenliegen. Da musst du auch mal rumprobieren mit verschiedenen Verhütungsmitteln und so, schätze ich. Ist halt auch schwer, wir sind keine Frauen und haben leider auch gerade keine am Start hier, die wir mal fragen können. Vielleicht interviewen wir nachher noch ein paar Passanten zu dem Thema. Aber ja, also probier dich aus, aber du kannst es auch nicht erzwingen. So, wenn du keine Lust auf Sex hast, dann ist dem halt leider so. Und das kannst du auch dann in dem Moment nicht ändern irgendwie. Du kannst dir, keine Ahnung, Pornos reinziehen oder so. Das hilft Männern zumindest oder so, keine Ahnung. Männer, die müssen ja nichts machen und denen ist geholfen bei sowas. Die weibliche Sexualität ist so kompliziert, da ist echt immer schwer, irgendwie eine Antwort zu finden, finde ich. Also erstmal, finde ich, macht das total Sinn mit diesen schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast. Das ist ja alles irgendwie... prägend oder vielleicht schon fast traumatisierend und kann ich auch nachvollziehen, zum Beispiel, wenn ich dann jetzt eine Zeit lang, also bei mir war das nie am Anfang so, ich war dann schon mal eher sehr sexgewillt, aber jetzt auch zum Beispiel die letzten Male hatte ich das immer, also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber immer Sex mit einer Person, mit der ich auch sehr lange Sex hatte und ich will einfach nichts mehr mit der so zu tun haben. Und deswegen waren die letzten Mal Sex auch einfach nur so dieses Aushalten für mich, weil ich gar keinen Bock hatte auf die Person. Ich will die eigentlich so ohne Grund, weil ich kein Interesse mehr habe, so langsam aus meinem Leben gehen lassen. Und einfach dadurch, weil jetzt die letzten viele Mal Sex für mich einfach auch nur dieses Ertragen waren, also es war jetzt nicht ätzend oder so, aber es war halt einfach hinter mich springen so, habe ich auch gemerkt, dass mich das irgendwie geprägt hat und ich jetzt eigentlich erstmal froh bin, keinen Sex zu haben und ich irgendwie auch bei der Vorstellung eigentlich gar keinen Bock habe gerade. Und bei Frauen, wie du auch schon gesagt hast, kann auch voll was Hormonelles sein, weil biologisch gesehen wären Frauen auch nur horny, normalerweise, also was heißt normalerweise, in einem sinnvollen Bezug, wie es jetzt auch bei Tieren oder so ist, wenn die halt auch gerade mega fruchtbar sind oder so. Mhm. Weil einen anderen Sinn hat ja Sex eigentlich nicht, die Vermehrung. Also Deswegen hat man ja überhaupt nur diese Reize. Das und Männer können bestimmt. Ja richtig viele ficken und schwängern sozusagen und sich vermehren dadurch. Mhm. Deswegen ist auch logisch, dass die eigentlich immer horny sein können. Und da Frauen ja immer 9 Monate erstmal ein Kind kriegen müssen, ist auch voll logisch, dass die nicht dauergeil sind. Das wäre ja voll nicht... Ja, sinnlos einfach. Ja, es wäre Sinn, also Bio, in der freien Natur zumindest ist nicht sinnvoll. Ja. Aber viele sind es ja trotzdem auch. Deswegen, keine Ahnung, es ist so kompliziert. Und deswegen, also falls du Pille oder so nimmst, würde ich auch versuchen, da mal vielleicht zu wechseln. Das könnte echt daran liegen, weil du musst dir vorstellen, du tust die ganze Zeit deine Hormone da unterdrücken. Also bist du ja die ganze Zeit unfruchtbar. Und wenn du halt durchgehend unfruchtbar bist, ist ja auch logisch, dass dein Körper dir nicht signalisiert, Sex zu haben. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ja. Deswegen, das ist, glaube ich, wirklich oft ein Grund, die Pille, dass Frauen einfach gar keinen Bock haben auf Sex, was total Sinn ergibt. Da würde ich auf irgendwas nicht-Hormonelles versuchen, umzusteigen.
wie zum Beispiel diese Kupferspirale oder so, habe ich gehört, dass das bei vielen worken soll. Aber weibliche Verhütung ist auch irgendwie so complicated oder keine Ahnung. Also, dass du vielleicht da mal guckst, irgendwie, falls es der Fall sein könnte, vielleicht andere Verhütungsmaßnahmen. Und da wirst du dann auch relativ schnell merken, ob du da andere Gefühle wahrnimmst oder so. Und ansonsten würde ich auch sagen, wie du schon gesagt hast, weiter neue Dinge ausprobieren, weil bei deiner Freundin hat es ja auch geholfen, dass die da mal richtig gescheppert wurde, hast du gesagt. Und dann, ihr habt zwar schon ein paar Sachen ausprobiert, aber vielleicht war das halt einfach nicht das Richtige. I mean, wenn man an einem anderen Ort ist, warum soll es dann auch andere Empfindungen irgendwie haben? Aber dann vielleicht einfach mal zu dem sagen oder langsam anfangen, dass ihr einfach mal, keine Ahnung, beim Fernsehen guckt, anfängt mit irgendeinem, was weiß ich, weiß jetzt auch nicht, was man bei Frauen da so alles richtig crazy macht, einfach mit einem Öl euch massiert und vielleicht zwischen den Beinen so Netflix and chill, you know. Vielleicht braucht eine Vagina auch einfach mehr Zeit, um erstmal warm zu werden und geil zu werden, weil ich kenne das zum Beispiel auch, wenn ich mit Typen, wenn die zum Beispiel bei mir übernachtet haben, habe ich morgens gar keinen Bock, aber umso mehr die mich bedrängen, irgendwann werde ich dann halt automatisch auch geil, wenn die mir an den Schwanz fassen und so die ganze Zeit, weißt du, und dann habe ich auch Lust. Und Vaginas und Penisse sind ja eigentlich von der Empfindung her, muss das irgendwie auch ähnlich sein und so. Und deswegen, keine Ahnung, wenn man dann mal so ein bisschen sich mit dem Kitzler und so befasst, muss man ja eigentlich rein theoretisch irgendwann geil werden durch die Berührung und so. Also vielleicht ist doch das Vorspiel einfach die richtige Lösung dafür. Weil du hast ja auch gesagt, du magst die Nähe zu deinem Freund und so. Und ich glaube, man muss Frauen halt echt auch oft erstmal geil machen. Wenn ich mich jetzt so da reinversetze, ist halt wirklich schwer. Aber ich glaube, eine Frau ist wirklich erstmal wie so ein Teekessel, den musst du erstmal anheizen, dass sie halt auch richtig geil ist und dadurch dann auch was spürt. Also das ist die schönste Metapher, die ich seit langem gehört habe. Ja, war voll spontan, war voll gut, ne? Ja, und zum Beispiel Vaginas werden ja auch, wenn die geil sind, werden die ja dick, weil die durchblutet sind und so. Und das ist ja logisch, dass man das erstmal erreichen muss. Und dass, wenn die dann voller durchblutet sind und so, und dann, dass sie dann auch viel mehr spüren und das viel empfindlicher wird und schöner. Deswegen, ja, ich glaube, du musst da echt drauf hinarbeiten, erstmal eine Frau geil zu machen. Und da musst dann halt vielleicht du dich mehr mit deiner Vagina mal befassen. I don't know. Und vielleicht auch dein Freund. Könnt ihr ja zusammen machen, ist ja dann schön. Ich meine, du hast es ja anscheinend auch schon offen angesprochen, dieses Problem. Dann sollte dir das ja auch nicht so schwer fallen. Also ich würde einfach weiter am Ball bleiben und es herausfinden. Das wären jetzt so meine Ansätze. Entweder, dass man halt länger drauf hinarbeitet oder dass du halt wirklich guckst, ob du hormonell irgendwas dich beeinflusst. Absolut. Ansonsten vielleicht halt dann auch wieder, wenn das diese Erfahrung dich abhält, einfach psychisch, dann musst du vielleicht über deinen Schatten springen und Erfahrungen machen, die dich halt wieder zum Gegenteil bringen. Dass dann du irgendwann das gefunden hast, das so geil war, dass du es einfach wieder und wieder machen möchtest. So, das ist ja eigentlich dann die umgekehrte Lösung von dem Problem, was dich erst dahin gebracht hat, dass du das gar nicht mehr genießen kannst. Also, keine Ahnung, bleib auf jeden Fall weiter am Ball, weil es wäre echt schade, wenn du auf diese intimste Sache der Welt, die so schön sein kann, halt dein ganzes Leben lang verzichten musst. Allein schon so Selbstbefriedigung und so. Mach mal Selbstbefriedigung weiter und guck, was dir da gefällt. Spring über deinen Schatten, einfach wenn du alleine abends im Bett bist. Weil wenn dir das gefällt, was du selbst dir Gutes tust, dann wird dir das erst recht gefallen, wenn das jemand anderes noch macht. Ist ja so, Berührung von anderem fühlt sich immer schöner an als die eigenen. Ja. Mach das. Oh mein Gott, ich bin so ein Prophet, ey. Was Prophet Darling hat gesprochen, wirklich. Ja, ey, oh mein Gott, also du wirst jetzt die Lösung finden. Ich habe alles gesagt, ich schwöre. Ja, also besser hätten wir dir, glaube ich, nicht helfen können. True, oh mein Gott, Queen. Queenhaft. Mansplaining, so. Aber ich finde es gut, dass das erste Argument, das wir gebracht haben, war, dass du erstmal richtig gebuttert werden musst. Ja, oder nee, also ey, du musst halt herausfinden, was dir gefällt. Ja, absolut. Das kannst wahrscheinlich du am besten. Und da können wir natürlich auch wieder sagen, das Internet kann dabei sehr helfen. Es gibt da einige Seiten im Internet, die einem da auch den einen oder anderen Tipp geben können, aber wir machen jetzt hier keine Schleichwerbung. Wir haben ja schon alle Tipps gegeben. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die lese ich jetzt wieder vor, weil sie kurz ist. Mein Freund und ich sind seit 8 Monaten zusammen und es läuft auch echt ziemlich gut. Ich liebe ihn und ich würde es ihm gerne sagen, aber ich befürchte, dass ich ihn verschrecken könnte. Wir haben uns schon gesagt, dass wir uns lieb haben. Warte mal, der beste Freund? Nee, Freund, so ficke schon. Okay. Wir haben uns schon gesagt, dass wir uns lieb haben, aber nicht mehr. Was soll ich machen, Sisters? Warten, bis er es zuerst sagt oder ihn einfach überschütten? Ja, ich würde sagen, nach 8 Monaten, ey, droppt das einfach. Und ich meine, ihr seid seit 8 Monaten zusammen. So, ihr seid ja nicht ohne Grund zusammen. Ja, also ich finde, auch nach 8 Monaten kannst du es sagen, weil dann weißt du halt auch mal, ob du jetzt, also worauf das hinausläuft. Ja, auf jeden Fall. Du willst ja auch selbst mal Sicherheit haben, dann gewiss. Das ist auch nicht so eine Sache zu, so, der Junge muss es zuerst sagen, oder das Mädchen, wenn man sich liebt. Das sind ja auch zwei Jungs. Was? Vielleicht sind das ja zwei Jungs. Ja, das geht auch natürlich. Oder zwei Girls.
Ja, also du kannst nichts falsch machen, glaube ich, so wie du es geschildert hast, wenn du es ihm einfach sagst. Also so, ja, im Endeffekt könntest du ihn tatsächlich, aber ich sehe die Chance da auch sehr gering, verlieren, aber dann hätte es eh nicht sein sollen und es ist besser, wenn du es ihm jetzt sagst und dann wenigstens Bescheid weißt, als dass du noch Monate oder Jahre an den verschwendest. Ja, ich hätte jetzt genau dasselbe gesagt, nur du kannst die Sache ja auch ein bisschen weicher angehen, du musst ja nicht direkt sagen, ich liebe dich, so, du kannst ja auch sagen, dass du Gefühle für den entwickelt hast oder dass Nee, die sind ja schon bei ich hab dich lieb so und so. Wow. Also so, die wollen jetzt noch die Steigerung so, das ja, dann sag entweder ich liebe dich oder du kannst ja einfach sagen, okay, also ich habe mittlerweile merke ich halt, dass ich mehr für dich empfinde und ja, ich würde halt gerne wissen, ob das bei dir auch so ist, damit ich weiß, worauf das hinausläuft. Ende. Also da finde ich auch einfach ehrlich sein, damit du weißt, was Sache ist. Sonst verschwendest du eine Zeit. Absolut. Period. Period. So, auf jeden Fall viel Glück euch beiden. Ihr werdet das wuppen, ich sage euch. Kommen wir zur nächsten Frage und das ist ein ganzer Tagebucheintrag gefühlt, also darf Sergio mal wieder vorlesen, weil ich kann kaum sprechen. Huhu, meine Lieben. Bin männlich 17 und vor über einem Jahr hatte ich meinen Tiefpunkt durch mein gestörtes Essverhalten. Ich habe mich für circa ein Jahr regelmäßig gewogen und darauf zu achten, nicht zuzunehmen. Ende 2018 habe ich mir dann vorgenommen, so viel abzunehmen wie möglich, einfach nur um an meine Grenze zu kommen. Ich habe mir Kaloriengrenzen gesetzt, mal eine Woche nur gefrühstückt und alles, was dazu gehört. Für die folgenden 2 Monate hatte ich durchgehend Hunger. Ich war immer müde und habe 10 bis 13 Stunden pro Tag geschlafen, und um überhaupt Energie zu haben. Ich hatte Haarausfall und bekam extrem intensive und verstörende Albträume. Wenn ich mal eine normale Mahlzeit hatte, bekam ich einen Rausch, als hätte ich Koks gezogen. An diesem Punkt wollte ich so krank und abgefuckt aussehen wie möglich, damit jeder sehen kann, wie es mir geht. Ich hatte es mir dann als Ziel gesetzt, so lange abzunehmen, bis ich in der Schule umkippen würde, ins Krankenhaus komme und dann so schnell wie möglich in eine Klinik komme. Ich konnte mich nicht mit meinem Leben abfinden und wollte professionelle Hilfe. Aber nur indem ich es zwangsläufig verursache. Keiner aus meinem Freundeskreis hat mich jemals darauf angesprochen und niemand weiß davon bis heute. Letztendlich habe ich mich an Weihnachten 2018 entschieden aufzuhören, weil ich wusste, dass ich unter den Schäden an meinem Körper für den Rest meines Lebens leiden würde, wenn ich nicht aufhöre. Ich hatte wieder etwas zugenommen und mich natürlich körperlich viel besser gefühlt. Ich habe trotzdem noch lange darunter gelitten, da es sich angefühlt hat, als hätte ich fast aufgegeben und mein Ziel nicht erreicht. Ich habe mich übrigens nie auch nur annähernd dick gefühlt. Ich wusste immer, dass ich krankhaft dünn ausgesehen habe. Jetzt das alles lange her und mir geht es psychisch und physisch besser. Ich kann den Gedanken noch immer zuzunehmen immer noch nicht ertragen, aber ich bin auf einem gesunden Level. Danke, dass ihr euch meine Story angehört habt. Da ich mit niemandem darüber geredet habe, interessiert es mich, was ihr darüber denkt. Liebe Grüße und bleibt so iconic, wie ihr seid. Oh, bleibt du so iconic, wie du bist. Krasse Story auf jeden Fall. Also ich muss sagen, relatable, so war ich mit 15, glaube ich. Okay. Ja, ich glaube, du hattest ja nie so die Body-Issues und so. Ja, doch schon, aber jetzt nie so mit dick sein, muss ich sagen. Also das war immer nur ach, so. Ach stimmt, du warst ja immer recht skinny, so hast ja auch in deinem alten Video gesagt. Ja, also ich war mal schon so normal, also ich habe auch schon mal so 77 Kilo gewogen, aber die bin ich auch relativ schnell losgeworden. Also ich hatte jetzt nie so die Gewichts-Issues, bei mir war es eher so Sachen wie auf einmal Körperbehaarung oder sowas. Genau. Also ich muss sagen, ich finde das relatable mit diesem so wenig Essen und sich runterhungern, um irgendwie Attention zu kriegen, weil so war ich halt mit 15, 16 auch, weil ich war, ich blende jetzt hier ein lustiges Foto ein, wie ich mit 13 aussah. Und ja, also ich finde das auf jeden Fall relatable, weil ich habe dann auch angefangen abzunehmen und Sport zu machen und so und das ist dann auch irgendwann so weit gegangen, dass ich auch eine Woche irgendwie nichts gegessen habe, halt wirklich gar nichts. Also 5 Tage, auch so nach Motto, ich will jetzt in der Schule umklappen, damit ich endlich mal ein bisschen Attention kriege. Aber du hast ja selbst schon geschildert, dass du da auch schon drüber hinweg bist. Props an dich auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall eine heftige Story, aber das ist halt die Sache, das ist dem Umfeld manchmal auch ein bisschen unangenehm. Ihr fuckt mich ab da hinten. Es ist natürlich auch dem Umfeld manchmal unangenehm, einen drauf anzusprechen. So. Also nicht, weil es denen nicht auffällt oder so, sondern einfach, weil die auch nicht wissen, wie man damit umgehen soll. Ich meine, sowas ist ja jetzt auch nicht alltäglich im Umfeld von einem Menschen. Und ja, einfach Props an dich, dass du mittlerweile nicht mehr das machst. Und ja, geh deinen Weg weiter und versuch auf gar keinen Fall so... Hungerhaken sehen auch nicht geil aus, ganz ehrlich, niemand ist geil, weil er aussieht wie ein Crackhead, ganz ehrlich, period. Und ja, versuch einfach weiter darauf Acht zu geben, dass du das nicht mehr machst, weil das ist einfach nicht nur toxisch dir gegenüber, sondern auch gegenüber anderen, dann zu erwarten, dass die
dafür dich dann, also dir mega die Attention geben und so, weil jeder Mensch hat seine eigenen Probleme und die können sich dann teilweise auch nicht um dich kümmern. Und davon auszugehen, dass sie das dann müssen, ist auch ein bisschen asozial gegenüber deinem Umfeld. Und deswegen, ja, freut mich auf jeden Fall, dass du drüber hinweg bist. Das ist eine krasse Story. Ich war auch schon an dem Punkt und bin da jetzt aber auch gut drüber hinweg, obwohl ich meinen Körper immer noch krass hässlich finde und so. Außer meine Beine. Und ja, versucht einfach so ein toxisches Verhalten irgendwie nicht. Es führt zu nichts, zu gar nichts, außer dass es euch scheiße geht und so. Ich fand das auch, also das mit diesem Essen ist für mich wie, als würde ich koksen vom Energieschub her und so. Ja, been there, done that, aber es war echt keine gute Zeit und wirklich so. Ich war auch an dem Punkt, ich habe mir so Sachen ins Zimmer gehangen, wie nichts schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, dünn zu sein, so als Motivationssprüche und so, so voll krank einfach. Ja, und deswegen hat zu nichts geführt. Also gut, dass du davon weg bist, einfach. Ja, interessant, wirklich. Auf jeden Fall. Ja, ich finde auch, das hört sich an, als hätte die gar keine Essstörung, sondern als wäre da irgendwas ganz anderes hinter, weil die hat ja eigentlich selbst gesagt, dass sie das nur gemacht hat, in der Hoffnung, dass Leute darauf aufmerksam werden, wie schlecht es ihr eigentlich geht. Und eigentlich hat sie das ja nur genutzt, um ihr darauf aufmerksam zu machen, dass ihr scheiße geht. Also es war ja nicht mal unbedingt eine Essstörung, hatte ich das Gefühl. Also es ist quasi eine andere Form vom Ritzen, basically, was sie da gemacht hat. Genau. Es ist eigentlich eher so, wie nennt man Ritzen in Fachsprache? Sich schneiden. Nein, also ich meine dieses Wort, diese Krankheit dafür. Selbstverletzendes Verhalten, SVV. Ja, nee, so wie Bulimie nur. Wer halt... Mascha denn jetzt nur einfach Ja, hier? Genau, Mascha wäre jetzt perfekt. So wie Bulimie nur halt als dieses Wort. Ja. Selbstzerstörung heißt das irgendwie halt nur in Fachsprache. Also wenn man sich selbst SVV halt, ist auf jeden Fall richtig. Ja, das, da kann man auf da jeden so Fall. Ja, ist das ja nicht der richtige Weg, weil ich kenne auch viele Freundinnen von mir aus der Schulzeit, kenne ich das. Also oder heißt das Freundin, einfach auch nur in meiner Klasse gehabt, die auch Essstörungen hatten. Und da war das dann eher so, also es war mega auffällig und die Leute haben auch darüber geredet, aber halt natürlich nicht mit der Person, sondern mit anderen über die. Ja. Weil die auch gar nicht, wie du auch schon gesagt hast, die haben eigene Probleme erstmal. Und die haben dann natürlich auch Angst, dich überhaupt damit zu konfrontieren, dich darauf anzusprechen, weil die ja gar nicht wissen, wie du darauf reagierst. Ja, ob das jetzt wirklich ein Problem ist, was du versuchst zu verstecken, ist ja niemandem bewusst, dass du das jetzt extra machst, damit die Leute dich darauf ansprechen. Mhm. Also tust eher genau das Gegenteil damit auslösen und machst deine Probleme nur schlimmer. Und deswegen finde ich, ist das gar nicht die richtige Lösung. Also, aber das hast du ja anscheinend schon selbst eingesehen. Und wenn es dir nicht gut geht, dann sag das. Ja. Lass die Leute nicht erst nachfragen, weil wie du auch schon selbst gesagt hast, die Schäden und auch Langzeitschäden, die du dir damit antust, die betreffen nur dich, die jucken anderen Scheiß. Mhm. Und das wird dich nur immer weiter mit runterziehen. Und das sind wie Narben, die dann nicht mehr vergehen, die du nicht mehr komplett los wirst. Gerade in so einem jungen Alter, was du deinem Körper da antust, das bleibt halt für immer. Und wie du auch schon gesagt hast, Magnus, ist es nicht schön. Also du hast ja dann gesagt, du hast immer noch Angst zuzunehmen. Und wenn das jetzt wirklich so ein Beauty-Issue-Ding ist, Bitch, so, also... Ich bin mein ganzes Leben, aber jetzt habe ich immer den Issue eher, dass ich zunehmen will. Für mich ist Essen wirklich mehr so eine Sache, die ich machen muss einfach nur und nebenbei auch noch gut schmecken kann, weil ich einfach nicht skinny sein will, weil dein Gesicht wird einfallen, dein Gesicht wird dünner, deine Rippen sind immer zu sehen. Wenn du Bulimie hast, werden deine Zähne auch noch übertrieben drunter leiden. Ja, das wahrscheinlich auch. Und aber allein, ich meine jetzt nicht mehr nur Bulimie, sondern einfach nur Untergewicht, ist einfach nicht schön. Du brauchst schon Füllstoffe im Körper wie Hyaluron und wenn du das selbst hast, dein Eigenfett, das macht dich schön, weil das tut deinen Körper erst richtig aufpolstern, wie eine Blume, die Wasser bekommt, you know? So ist dein Fett, wenn du halt nicht übertreibst. Wenn du das komplett verfetten lässt, natürlich, aber ja, nee, denk da nicht an so einen Beauty-Standard, weil der trifft einfach nicht zu. Wenn du so mager bist und so, dann finden die Leute, dann siehst du auch krank aus. Und dann finden dich hässlich und halten sich eher von dir fern. Du kommst gar nicht an dein Ziel, was du da erwartet hast. In keinem Sinne. Aber wie du auch schon gesagt hast, Magnus, ist schön, dass die Person das selbst schon eingesehen hat eigentlich. Bleib so stark. Sag dir das nochmal in den Kopf, dass du ein bisschen Gewicht zulegen könntest. Das wird dir wahrscheinlich gut tun. Und dass dich das auf gar keinen Fall hässlich machst, Bitch. So, und wenn du mehr Gewicht zunimmst, kannst du Sport machen. Und dann bist du noch gesünder. Und dann suchen die Leute Kontakt zu dir und fragen und interessieren sich für dein Leben. Aber nicht, wenn du aussiehst wie ein Obdachloser, vor dem man Angst haben muss. Es tut mir auch leid, das jetzt für euch sagen zu müssen, aber als jemand, der abgenommen hat, nicht wenig, kann ich euch auch sagen, alle Abnehmmethoden sind für den Arsch außer Sport. Also so ziemlich alle. Also natürlich muss man dann auch auf die Ernährung achten und so, aber man darf nicht hungern. Du musst trotzdem regelmäßig essen und so. Ja, auf jeden Fall wünschen wir dir viel Glück auf deinem weiteren Weg.
Und ich bin mega abgefuckt von diesem Bluetooth-Lautsprecher da hinten, Alter. Wenn ich glaub, das wird man nicht so krass hören. Ja, wenn das Copyright gestrikt wird, ich schwöre, ich fick die. Nein, dafür ist das viel zu weit weg. Und wir reden die ganze Zeit durchgehend. Damit das Copyright gestrikt auf YouTube werden kann, muss man das mindestens 10, 11 Sekunden am Stück hören. Ah, okay. Und dann auch noch in guter Qualität. Okay, gut. Sergio bringt mir so viel über YouTube bei, ich bin ihm echt dankbar. Muss du kannst zum Beispiel auch bei so Musik und so, da kannst du einfach eine Sekunde rauscutten und dann die nächsten 11 Sekunden dran machen. Ja, true. Ja. Das wird warst du eben Pinkel? Ich war da im Gebüsch. Also wenn du da rumgehst, dann gibt's da so eine Öffnung in dem Gebüsch, da kannst du dich in den Baum stellen. Ah, okay. Also da sieht dich auch keiner. Haben wir noch viele Fragen? Tatsächlich ja, aber lass mal... Das mach ich kurz, geh ich kurz pinkeln, mach mir nur das auf Pause und lass mir das einfach an. Na, wegen Speicherplatz, das einfach alles auf... Minuten, ja, lass alles auf Pause machen am besten. Okay. Das ist am besten. Okay, Sergio, geh kurz pissen, Digi. So, willkommen zurück. Sergio war kurz pissen. Er fühlt sich 4 Kilo leichter. Ja, war voll public da. Da waren voll viele Leute da drumherum sitzen, wo du mich hingeleitet hast. Und hat's dir, fandst du gut? Nee, war ein bisschen, wusste nicht genau, in welche Richtung ich pissen sollte. In meine? Ja, hab ich dann auch Richtung Mekka. Schön. anyway, es tut uns sehr leid, aber wir sind gerade nochmal organisatorisch durchgegangen und ihr habt so viel Input gegeben, dass wir leider nicht schaffen werden, alles zu beantworten, denn A, mein iPhone-Akku und Speicher macht nicht mehr lange mit, B, soll es auch keine 4 Stunden gehen, diese Ausgabe, aber kein Ding, denn wir werden noch eine Folge davon machen, nicht die nächste, aber sie wird auf jeden Fall kommen. True, und wenn euch das gefällt, dann können wir das ja regelmäßig machen. Ja, wenn es euch gefällt und ihr das gut fandet, machen wir das auf jeden Fall auch regelmäßig, versprochen. Wir waren durch mit der letzten Frage, oder? Ja, ich denke doch. Gut, kommen wir zum nächsten. Das war jetzt der Essstörungsboy, ne? Mhm. Gut. Moment, ich muss meine Kippe ausmachen, Brandgefahr und so. Leute, denkt dran. Wachse in einer muslimischen Familie auf, in Klammern, glauben stark, aber nicht streng religiös. Meine Mutter trägt kein Kopftuch und betet selten. Sie werden niemals akzeptieren, dass ich einen nicht-türkischen und nicht-muslimischen Mann haben werde. Ich habe sehr starke Probleme mit meiner Psyche, daran glaubt meine Mutter auch nicht wirklich. Sie sind sehr homophob. Ganze Zeit muss ich mir dumme Kommentare über Deutsche anhören, in Klammern, das macht meine Mutter, seitdem sie von meinem Ex, der übrigens deutsch und nicht religiös war, erfuhr. Fühle mich wie das schwarze Schaf. Da ich gar nicht gläubig bin und meine Eltern das auch einfach niemals akzeptieren würden, frage mich, wie ich das in der Zukunft packen soll. Ja, da gibt es auch nur eine Antwort, ohne die. Ohne die, genau. Also das ist immer voll schade, wenn es um so viel Familie geht und so, weil das im Idealfall einfach genau die Leute sind, die, egal wie du bist, immer für dich da sind. Aber das wird halt, das kriegt man halt auch mal so vermittelt im Fernsehen und so, dass es so sein soll. Aber das sind halt auch Menschen und wenn die ein schlechter Einfluss für dich sind und dich davon abhalten, was du in deinem Leben machen möchtest, gerade wenn es um so Liebe und sowas geht und den ihr Glaube das aber abhält, ich sag's euch wirklich, Glaube, also Religionen sind die größten Virus so auf dieser Welt. Was die aus Menschen machen, sogar aus eigenen Eltern. I'm sorry, Viren. Viren, ja genau. Oder guck mal, dass diese Ideologie auch einen dazu bringt, die Wünsche des eigenen Kindes sofort zu verneinen, obwohl die gar keinen Einfluss irgendwie auf die Eltern selbst hätten. Das zeigt einfach, wie toxisch das ist. Und bei manchen Sachen, da ist halt auch wieder einfach nur die Lösung, die zu verlassen, weil dann werden die merken, was für Scheiße die gebaut haben, dass die der Grund dafür waren. Im Idealfall werden die also sich dann wahrscheinlich besser. Ist, ich schätze mal, die Person, die wohnt ja obviously noch bei ihren Eltern und so. Ja, ja genau. So, also halt durch, bis du aussehen kannst. Ja. Zieh aus, sobald du nur kannst. Dann erstmal Kontaktabstand auf jeden Fall. Du kannst dich ihnen wieder nähern, wenn du bereit dafür bist, würde ich sagen. Und bei dem psychischen Problem kann ich dir auch aus persönlicher Erfahrung sagen, Therapie hilft und wenn deine Eltern das nicht wollen, ja, du kannst einfach zu einem Therapeuten gehen mit deiner Krankenkasse und die vorlabern und wenn du ein Alibi brauchst, sprich mit deinen Freunden darüber. Also, dass die dir irgendwie ein Alibi geben, wenn du zum Therapeuten gehst, weil das hat mir riesig geholfen. So, ich war ja auch depressive as fuck vor ein paar Jahren und alles. Und Therapie hilft auf jeden Fall riesig bei sowas. Und ja, kann ich dir nur ans Herz legen, dir da auch irgendwie professionelle Hilfe in dem Bereich zu suchen. Ja gut, dazu hätte ich jetzt gar nichts sagen können. Gut, dass du das gemacht hast. Aber abgesehen davon, ja, also musst du dich auf jeden Fall von denen lösen. Und dein, also auch wenn das voll schwer ist am Anfang, aber das ist dein Leben und es dreht sich auch um dich, dein eigenes. Und da sollte dich niemand von abhalten. Und selbst wenn es deine Familie ist, dann haben die in deinem Leben anscheinend erst mal nichts zu suchen. Und gerade Eltern, die dir dein Leben lang
so einen Einfluss auf dich haben. Die können das manchmal gar nicht einsehen. Da bringt es auch oft nicht, die Sachen anzusprechen, gerade wenn die Gründe so vertieft wurzelt sind. Tiefer wurzelt sind, genau. Und ja, da müssen die das checken. Aber auch gerade bei sowas, nicht denken, du bist 2 Monate weg und wenn die dann wieder ankommen, nachgeben. Eltern müssen wirklich spüren, weil sonst kann das für dich auch wirklich gefährlich werden. Eltern gehen davon aus, dass wenn du abhaust, dass du so früh wie möglich eh wiederkommst. Egal, was sie sagen werden, da ist es echt eine harte Nummer. Gerade bei so Glaube, also es ist wirklich halt, da kannst du dich auch in Gefahr begeben, wenn du dein eigenes Ding machst. Ja. Weil Eltern da echt schwer Einsicht zeigen. Ja, oft. Also halt durch, Schwester, wir stehen dir bei, mit unserem Content und allem. Halt durch, und mach, dass du da rauskommst, so schnell wie möglich, sobald du kannst. Das ist, glaube ich, die einzige Lösung. Du kannst wahrscheinlich dann auch, wenn du das... Ja, weil glücklich wirst du in dem Sinn ja nur, wenn du auf dein Herz hörst und nicht, wenn du auf das von deinen Eltern hörst. Und die Gründe sind halt auch gar nicht nachvollziehbar, weil der Deutsch ist. Wow, ja. What the fuck. Ja, und wenn deine Eltern dich auch nicht unterstützen werden beim Umzug, was ich mir auch vorstellen kann dann. Es gibt auch dafür amtliche Hilfe und so, da musst du auch mal googeln. Wie gesagt, diese Nummer gegen Kummer, ich habe da noch nie angerufen, aber ich schätze mal, das wird auch echt gut helfen können, weil die auch viel mehr Plan haben von Institutionen, die dir dabei helfen können. Und ja, wende dich an die und frag die, was du am besten machen kannst, wie du am besten aus dieser Situation rauskommst. Ja, also das würde ich dir ans Herz legen. Und auf jeden Fall such dir Hilfe, was deine psychischen Probleme angeht, weil das wird sonst, kann ich aus Erfahrung dir sagen, auch nur noch schlimmer eigentlich. Ja. Auch wenn es scheiße ist und man sich da erstmal überwinden muss, aber so im Endeffekt, es ist gar nicht so eine große Überwindung und Therapie ist eigentlich mega lit. Du chillst eigentlich nur rum und laberst eine Person mit deinem Problem voll und die hilft dir dabei. So besser kann es eigentlich nicht sein. Ja. Und in der Regel trägt das die Krankenkasse auch. Musst du dich mal schlau machen, bei der welcher du bist. Und vielleicht ist es auch die Lösung direkt, vielleicht könnt ihr auch direkt in deiner Familiensituation auch Rat geben. Ja, absolut. Aber ja, was ich da nochmal sagen wollte, ist echt, dass du da hardcore durchziehen musst. Du musst dich einfach davon lösen und dein eigener Mensch werden. Und wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das, kommt einem das so unmöglich vor. Aber bitte, guck mal, ich und Magnus, wir sitzen hier auch und wir haben unser eigenes Leben mittlerweile. Absolut. Eben, und selbst, also dann kannst du das auch schaffen. Und das wird dich nur glücklicher machen. Und umso härter es klingt, umso notwendiger ist es halt auch. Ja. Und ja, Und es ist schaffbar, absolut. Also du bist nicht stuck in dieser Situation. Und das ist halt auch der einzige Weg, wie du glücklich wirst. Weil du kannst ja nicht, guck mal, was für diese Gründe, die die denn nennen, die sind ja schon so aus der Luft gegriffen und gar nicht nachvollziehbar, dass die sich, also wenn das schon so aus dem Nichts darauf beruht, dann kannst du auch nichts daran ändern. Außer du zeigst denen halt die Konsequenzen. Ja. Mit Reden bringt das nichts, weil das ja einfach gar keine Argumente sind, mit denen die da begründen. Das ist einfach nur vertiefter Hass aus... Schwachsinnigen Gründen. Richtig schwachsinnigen, erfundenen Gründen. Aber du bist ja schon mindestens, sie ist zumindest an dem Punkt, wo sie schon selbst merkt, dass das Schwachsinn ist, was die Eltern machen. Und das ist eigentlich so die wichtigste Einsicht, die du dann erstmal haben kannst, wenn du merkst, deine Eltern sind nicht perfekt und machen auch nicht alles richtig. So, das ist schon mal der wichtigste Schritt eigentlich zur Besserung. Ja, obvi. Sind ja also obvi auf jeden Fall. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Das habe ich vergessen, leider. Ja. Das war eigentlich queenhaft, glaube ich. Aber du wirst das in der Zukunft packen, such dir Hilfe, wend dich an diese Institutionen und Behörden. Und dir kann geholfen werden, vielleicht jetzt nicht direkt von uns, aber... Nicht von deinen Eltern. Es gibt auf jeden Fall Wege, wie du da rausfinden wirst. So. Also vielleicht kommt dir in deinem Alter deine Situation voll auswegslos vor, aber das ist sie nicht und die Zeit wird vergehen, so oder so, kannst du nichts daran ändern und irgendwann bist du da raus und dann wirst du auf diese Zeit auch zurückblicken und dir denken, boah, Gott sei Dank habe ich das da rausgeschafft und dann wirst du richtig proud auf dich sein. Du wirst halt auch merken, dass du nicht nur dir damit hilfst, sondern auch deinen Eltern, weil du siehst ja, dass sie offensichtlich da auch noch nicht alles richtig verstanden haben und durch diese Erfahrung, durch diesen Verlust, eventuell werden die sich dann auch selbst bessern, ob sie wollen oder nicht. Das ist halt einfach Fact. Absolut, absolut. Ich würde sagen... Genug beigestanden. Nächste Frage. Ja. Alles klar. Ja, wir müssen ein bisschen schneller machen. Also, ja, ist ja auch alles gesagt. Ja. Weil mein iPhone-Speicher, wie gesagt. Nächste Frage. Ich krieg ständig Dickpics auf Snap zugeschickt, obwohl ich hetero bin. Block diese Accounts immer, aber krieg Augenkrebs und sowas. Ja, dann benutzt was anderes als Snapchat. Ja, nur auf Snapchat zu benutzen. Da oder bist du halt die weiter immer an erreichbar, uns. Ne? Ja, schick die einfach an uns so. Wir freuen uns. Ja, kriegen ja auch genug. Muss nicht unbedingt. Weiß nicht. First World Problems. Oder droh einfach damit, die zu leaken, dann lassen die dich auch ganz schnell in Ruhe. Also natürlich nicht leaken, machst du nicht, aber du kannst denen ja sagen, dass du es machst. Ja, das ist schon nervig, dass man so durchgehend, egal wo man ist, sexuell belästigt wird. Aber was soll man machen? Also keine Ahnung, kannst... Oder mit einem Kotz-Smiley drauf reagieren. Einfach denen zeigen, dass du es eklig findest, dass du es nicht willst. Ja,
Absolut. Und ja, weiß Glocken. Nicht. Keine ja, Ahnung, kann, Snapchat. Es ist Snapchat so, benutze eh keiner mehr. Wechsel zu Instagram, da ist der Support auch besser. Ich bin auf Pornhub und sehe ständig Penisse. Was soll ich tun? Ja, true. Dafür, ja. Snapchat ist halt auch einfach, das ist ein Fakt, Snapchat wurde für Sexing erfunden. Also hör einfach auf, Snapchat zu benutzen. Das ist die beste Lösung. Schön, dass wir dir helfen konnten. Das war jetzt recht kurz, Beistand aber mehr leisten. Mussten wir auch nicht sagen. As usual. Kommen wir zur nächsten Frage. Möchtest du mal wieder vortragen? Ist die lang oder was? Ja, hier die dritte von mir. Ich bin 17 Jahre und hatte noch nie eine Beziehung oder sonst irgendwas ähnliches. Das ist für mich jetzt eigentlich kein Problem, jedoch kommt dadurch extremer Druck von außen. Alle erwarten von einem, dass man sich für alles rechtfertigt und dauergeil eine Partnerin finden soll. Ich bin mir aber irgendwie sicher, dass es noch lange dauern wird, bis ich überhaupt jemanden Passendes finden könnte. Ich bin halt ein Mensch, der vieles schnell cringe findet und deshalb bin ich echt schlecht darin, neue Leute kennenzulernen. Irgendwelche Tipps, wie ich dem Druck standhalten kann? Ihr seid die Besten. Ratatata. 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 Auf jeden Fall. Ja, das ist... Also mit 17 keine richtige Beziehung zu haben, so glaubt mir, die Leute in deinem Alter, die haben auch alle keine richtige Beziehung wahrscheinlich. Also vielleicht schon. Ich finde, die Person macht eigentlich schon alles richtig. Hör auf dich selbst und hör nicht auf die Leute, das ist total schwachsinnig. Also man kennt das ja ständig. Oh, hast du mal einen Freund, hast du mal eine Freundin? Ja, und du musst dich auch für nichts rechtfertigen einfach. So sag den Leuten auch einfach, dass du keinen Bock drauf hast. Und wenn die weiter Fragen stellen, sag doch, ja, ist doch nicht deine Sache. Ja, und wenn du jetzt halt nur eine Beziehung hättest, nur wegen diesem Druck, dann würdest du ja nicht nur dir was vorspielen, sondern auch dieser Person, mit der du eine Beziehung hast. Das ist ja voll unfair. Du tust nur der ihre Zeit verschwenden. Also du machst das schon alles richtig, einfach dem Druck weiter standhalten. Ja, und mit 17 musst du auch noch nicht den Partner für dein Leben gefunden Eben, haben. Du musst auch noch nicht gefickt haben oder so, wenn du da keinen Bock drauf hast. Also irgendwann, du musst nicht mal suchen. Also du kannst natürlich suchen, wenn du willst. Aber wenn du irgendwann den Menschen in deinem Leben kennenlernst, wo du dir das vorstellen könntest und du willst weiter dein Leben mit der verbringen, dann kannst du das ja angehen oder versuchen. Aber alles andere macht ja keinen Sinn. Also eine Beziehung sollte ja immer Liebe sein. Also Gefühle füreinander, so dass du mit dieser Person durch dein Leben gehen willst und das mit der zusammen verbringen sollst. Und nicht einfach etwas, was man haben muss, weil du ein Mensch bist. Das ist ja nicht selbstverständlich. Bitch, selbst wenn du alleine stirbst, schade, aber ist halt so. Besser, als wenn du einfach auf Druck ja, also ständig irgendwelche Partner hattest. Ja, also das ist auch so eine Sache, ne? Alle sagen immer, allein sterben ist das Schlimmste. Ich glaube, es ist viel schlimmer, zu sterben mit einer Person, die du nicht liebst, aber halt aus Druck mit dir zusammen bist. Wie vielen Frauen das so geht, Alter. Oh mein Gott. Leider. Ja, so traurig. Also nee, du machst schon alles richtig und dem Druck einfach weiter standhalten. Und den Leuten das vielleicht auch einfach so sagen, wie wir es gerade gesagt haben, weil das ist ja wohl mehr als nachvollziehbar. Ja, also wirklich. Einfach, du hast die richtige Person nicht kennengelernt, Ende. Und also du scheinst hier nicht das Problem zu sein, sondern obviously dein Umfeld, absolut. Genau, einfach auf dich selbst hören und einen Scheiß geben. Solange du dich so denkst, dass du das Richtige machst, ist alles gut. Absolut richtig. In der Hinsicht. Also, you go, girl. Du würdest halt nur anderen Menschen auch mit schaden, wenn du das was anderes machst. You're doing amazing, sweetie. Du machst alles richtig, weiter so. Und du wirst deinen Traumprinzen schon finden. Und selbst wenn du den gefunden hast, selbst dann geht's immer noch nicht die anderen an. Ich glaube, das war sogar eher heterosexual von einem Boy, oder? Stand nichts zu. Ah, okay, hier steht Partner, Partnerin. Könnte beides sein. Aber kein kritisches Geschlecht. Partner oder Partnerin. Kein Partner, damn. ja, also you go, girl. Du machst alles richtig und... Ja, lass dich nicht so stressen von denen. Du musst auch nicht jedem, der dir irgendwie seine Meinung sagt. Weißt du, jeder hat zwar eine Meinung, aber nicht jede Meinung ist relevant. True. Nur deine eigene. Nur deine eigene, genau. Und meine. Und meine. Sonst wärst du nicht in diesem Podcast. Und die von Taylor Swift. Kommen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Hashtag Kummerkasten. Ich bin W18. Muslima, in Klammern, aber persönlich nicht gläubig, meine Eltern aber schon. Also keine Muslima. Dass die Leute das nicht den Unterschied zwischen Nationalitäten und Glaube verstehen. Aber okay, wir wissen, was du meinst. Weiter. Beichte, dass ich letztens das erste Mal Sex mit meinem Freund hatte und jetzt meine Eltern herausgefunden haben. War natürlich nicht so toll. Meine Mutter behandelt mich seitdem wie eine Ausgestoßene. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Oh, das ist hart. Ja, da ist auch der Fehler nicht bei dir, sondern bei deiner Mutter, ganz klar. Ja, obviously. Wenn du das in dem Moment wolltest, diesen Sex... Dann hast du dir nichts vorzuwerfen. Dann hast du das gemacht, was du in dem Moment für richtig gehalten hast oder was dein Körper dir signalisiert hat. Und anders sollte das Leben auch nicht laufen. Es sei denn, okay, wenn dein Körper dir jetzt signalisiert, du brauchst mehr Heroin oder so, dann ist es nicht richtig. Aber ich meine, bei so natürlichen Dingen, ganz klar, also da musst du dir keinen Vorwurf machen. Entweder deine Mutter kommt damit klar, du kannst dir das ja auch signalisieren. Also ich würde nicht jetzt so tun, als hättest du den Fehler gemacht und dir tut das leid, sondern entweder deine Mutter akzeptiert das oder nicht, weil du kannst es ja eh nicht rückgängig machen. Und wenn du kein schlechtes Gefühl dabei hast, dann solltest du es in Zukunft auch nicht anders machen.
sondern da sollte deine Mutter nochmal ihre Einstellung überdenken. Also die kann ja nicht von ihrem Kind erwarten, dass sie genau so das macht, wie die Mutter denkt. Ja, also nee, keine Ahnung. Ich kann bei allen, ist irgendwie die Lösung immer nur, wenn die Leute sich nicht, mit denen ihr euch umgibt und auch wenn die euch wichtig sind, wenn die von euch halt verlangen, dass ihr euch ändert und das euch aber nicht passt, dann sind das einfach nicht die richtigen Menschen in eurem Leben. Und dann müsst ihr denen das sagen entweder. Und wenn sich dann immer noch nichts ändert, dann müsst ihr euch von diesen Menschen lösen oder euch weiter von denen unterdrücken lassen. Weil was gibt dir das denn, wenn deine Mutter dann die ganze Zeit Kontrolle über dich hat? Nichts. Du bist nicht glücklich. Ja. Und ja, also auch da finde ich, ja, also vielleicht muss die Mutter erstmal realisieren, was sie getan hat. Und wenn es auch hart ist und gerade einem Kind, tut das ja dann voll im Herzen weh, weil es ist die Mutter, so what the fuck. Die tut einfach so viele gute Dinge. Aber man muss da ehrlich sein, ansonsten musst du dein Ding halt durchziehen ohne diese Person. Das heißt ja nicht, dass du undankbar bist oder so. Das heißt einfach nur... Ja, aber einfach sagen, so, dass das auch so generell bei Sexualität, das ist so ein Thema, da sollten die Eltern eigentlich gar nicht mitzusprechen haben. So null, das ist so ein Thema, das geht die Eltern nichts an. Das geht nur dich was an und die Leute, mit denen du es tust. Und period, das war's. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie du da auf deine Mutter, vielleicht kannst du auf die zugehen oder so. Ich weiß nicht, was ihr für Verhältnis zueinander habt und so, obviously. Aber wenn ihr vorher ein gutes hattet, lässt sich da auch safe noch was richten. Zumindest in dem Belang, dass sie dich nicht mehr ausstößt. So, das geht gar nicht. Was ist denn das, Alter? So, stell mal vor, meine Mutter hätte mich mit 15 irgendwie verstoßen, weil ich da mich hab flanken lassen. Krank. Ja, geht gar nicht. Also, nee. Alles gesagt. Ja. Also du liegst im Recht, so wend dich an deine Freunde, wenn es so schlimm ist, dass sie dich rauswerfen oder so wollen, wie gesagt, immer diese Institution, Nummer gegen Kummer, bla bla bla, die helfen euch weiter. Und oder weiter uns schreiben. Oder weiter uns schreiben, dann haben wir nämlich neuen Content für den Podcast. Eine noch vielleicht? Ja, dann schaffen wir nicht mal mehr alle von Telonyma und haben wir noch genug auf jeden Fall für die nächste Folge. Ja, genau. Ja, tut uns echt leid, dass wir es nicht schaffen, aber so... Ja, so ist das halt, wenn man begehrt ist, wir können nicht alles mal beantworten. Ja. Nächstes Mal dann... Einfach weiter den Podcast verfolgen und hoffen, dass sie drankommt. Genau. Ich würde sagen, Sergio, möchtest du mir die Ehre erweisen und die letzte vorlesen? Welche, die erste? Die erste, genau. Boah, was... Lol, das ist dann gehört wie ein Gummireifen oder so. Hallo, ihr Cockdestroyer. Ich bin 20 Jahre alt, habe ein Problem mit Fake Friends. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass diese Freunde mich nicht anschreiben oder mich vergessen. Ich bei dir so. Ja, true. Mit denen eigenen welche Aktivitäten zu machen, darum musste ich immer hinterherrennen. Ich fühle mich sehr auf dem Stich gelassen. Man könnte jetzt sagen, dass die Familie ein Ersatz sein kann. Ich lebe mit meiner Mutter in Deutschland, sonst habe ich keine Familie hier. Meine Mutter und ich sind ein wenig unterschiedlich. Ich bin für sie das Ein und Alles und ich mag dieses Verhalten, weil sie mich sonst wie ein dummes Kind behandelt. Ich mag das nicht, deswegen bin ich oft traurig und schüchtern. Ja, ich habe auch das Gefühl, als hätten wir das jetzt schon so 100-mal Loki beantwortet. Ja, ich auch, aber auch dir können wir nochmal sagen. Löst dich von jedem Gift in deinem Leben, ob es deine Mutter ist, deine Freunde, wenn die fake zu dir sind, sind die kein guter Einfluss für dich. Auch wenn das Familie ist, Bitch, nur weil du aus der rausgeflutscht bist, heißt das nicht, dass sie dein ganzes Leben lang richtige Entscheidungen für dich trifft. Ja. Und wenn du dich unwohl fühlst, dann sprichst sie darauf an, sie ändert sich. Und wenn das nicht geht, dann musst du halt dein eigenes Ding machen und glücklich werden. Auch wenn das erstmal scheiße ist, weil das ist dann der einzige Weg. Weil Leute, die dich unglücklich machen, egal ob es toxische Freunde sind oder deine Familie, die werden, wenn das die Situation ist, in der du dich unwohl fühlst, werden die daran nichts ändern, wenn du nichts sagst, weil dann wissen sie das nicht. Oder wenn du es denen nicht klar machst. So ist immer dasselbe, einfach immer dieselbe Antwort. Mach dein Ding und... Ja, das ist dein fucking Leben und nicht von anderen, die dich irgendwie steuern. Schlechte Freunde kann man außerdem ersetzen, gute Freunde nicht. Müsst doch auch ein bisschen Selbstwertgefühl haben. Das ist euer Leben. Das ist ja die Sache, viele Leute haben heutzutage gar keins und das ist ja voll sad. So, jeder sollte ja zumindest so ein bisschen Ego haben. Das ist euer Leben und generell, wenn ihr so Zeit verschwenden wegen anderen Leuten, so macht wenn ihr struggles, was selbst Self-Esteem angeht oder so, redet euch einfach jeden Tag ein, dass ihr die geilste Person auf dem Planeten seid. Irgendwann glaubt ihr daran. Das oder ist wirklich genau, so. Genau, wenn du unglücklich bist, dann denkt an die Person, die ihr sein wollt. Und fangt an, das zu machen, dass sie so werdet. Also, ja, wenn genau. Es ein Job oder so ist. Egal, wenn ihr doch eh nur Fake Friends und so habt. Warum, also auf was wartet ihr denn dann? Es ja, ist ja so, niemand, der euch verurteilt. Ihr verliert ja nichts dadurch. Ihr könnt euch ja dann eigentlich nur verbessern in dem genau. Belang, in dem Punkt. Dann konzentriert euch auf die Dinge, die euch gut tun. Und nicht auf irgendwelche Menschen, die euch nur abfucken und traurig machen. Also nein, nicht relatable, weg damit. Genau. Ja, das war doch nochmal ein schöner Abschlusssatz. Oder willst du noch irgendwas raushauen, Schwester? Mm. Des Kummers? Nö, ich bin eigentlich zufrieden. Same. Das schön. Ist doch schön zu hören am Ende vom Kummerkasten. Ja, auf jeden unser Fall. Ganzer Kummer auf jeden Fall weg. Uns geht's jetzt super. Uns geht's jetzt super. Wir hoffen euch auch. Denn der Kummer... Weg, Bitch. Mhm. Jetzt kommt das Outro.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zur nächsten Ausgabe des Cock Destroyers Podcast. Ich fand es sehr schön tatsächlich, war sehr viel interessantes Stuff dabei. Leute, ihr steht das alle durch, wir sind an eurer Seite, ihr auch. Meine DMs sind offen, Sergio's auch, wenn ob wir sie lesen oder nicht, ist die andere Frage. Aber ihr könnt meine sind gerade sogar geschlossen. Aber ich mach die wieder auf. Ihr könnt uns jederzeit irgendwie, wenn ihr Struggles habt, anschreiben, ob wir es lesen, ist die andere Frage. Aber wenn ja, dann werden wir uns, werden wir euch natürlich mit Rat und Tat ansonsten zur Seite stehen. Ansonsten bis nächstes Mal im Podcast. Genau. Ich heiße auf Instagram @spielt. Folgt mir da bitte, wenn ihr möchtet. Das ich esse die Darling, aber da wartet ja bestimmt alles schon mal drauf. Und absolut solltet ihr diesen Channel hier abonnieren, Glocke an. Was sagen YouTuber noch für eine Kommentieren, Scheiße? Bitch. Kommentieren, Bitch. Daumen nach oben, alle Daumen nach unten. Die werden weitergeleitet auf meinen Kanal und gehen dann in mein Big Booty. Da wollt ihr nicht rein. Obwohl, ja, okay. Das könnt ihr schon verstehen, wenn ihr draufklickt. Auf jeden Fall war es ein super nicer Podcast, auch hier so in der frischen Natur. Hinter dir, Marc, das waren so viele geile Typen. Ey, hättest du echt mal sehen müssen. Ja, ich saß definitiv auf der falschen Seite. Oh. Hinter dir waren die ganze Zeit nur Kinder, die darf ich dann rauszensieren. Ey. Ja, das ich habe die aber auch selbst gesehen, zum Glück. Also, ja, mashallah. Muss dir mal angucken später. Ja, auf jeden Fall, wir hatten viel Spaß. Es wird auf jeden Fall noch eine Folge davon kommen. Und wenn ihr Bock drauf habt, auch gerne auch noch mehr, damit wir die restlichen Fragen noch beantworten können. Lasst euer Feedback in den Kommentaren. Genau, schreibt Feedback in die Kommentare. Die Cock Destroyers machen jetzt den lautesten Tankpop der Welt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Abonniert meinen Channel, bitte. Ich will endlich die 1000 Abos und ein bisschen Cash damit machen, Alter. Wisst ihr, wie viel Aufwand das ist? Das stimmt, macht mal auch. Ab 1000 Abos kann der Werbung ein bisschen schalten. Ja, bitte. Ich schalte die auch am Ende, damit ihr erst gucken könnt und dann genau. Ich trotzdem Geld kriege. Ja. Ich liebe euch. Bis dann. Euer Etzer spielt. Und Sergi Darling. Tschüssi. Ratatata. Bleibt gesund und lieb. Und fresh. Und cute. Und schwul. Und 19. Aus? Aus. Perf. Ja, das wird doch wieder eine süße Folge. Ey, auf jeden Fall.